Je nachdem, welches Volk ihr spielt, habt ihr Zugang zu 40 oder 41 Gebäuden plus 12 Zielobjekte. Aber wie manche von euch vielleicht schon wissen, gibt es auch einige weitere Gebäude, die es nicht in die Release-Version geschafft haben. Auch einige Einheiten und Siedler sind früh oder spät in der Entwicklung der Schere zum Opfer gefallen. Schauen wir mal nach, welche das waren. Die zwei bekanntesten Fälle sind wohl die des Ausbildungscenters und des Kartografen. Für diese beiden Gebäude existieren Grafiken, aber wenig darüber hinaus. Das Ausbildungscenter hätte wohl ähnlich funktioniert wie die Kaserne, mit dem Unterschied, dass dort Level 1 und Level 2 Soldaten aufgewertet werden können. Diese Funktion blieb letztendlich den Mayas über ihren Beförderungszauber vorenthalten. Wie der Kartograf funktioniert hätte, ist nicht bekannt. In den Textdateien des Spiels findet sich auch ein Verweis zu einer Landschaftsgärtnerei, aber ohne jede Erläuterung. Meine erste Vermutung war, dass dieses Gebäude die Platzierung diverser Deko-Objekte ermöglicht hätte, wie man sie sonst auf der Karte findet, was im Fall von Blumen für die Wikinger sogar fast sinnvoll gewesen wäre. Vielleicht wäre das sogar ihr Hauptzweck gewesen, womit es ein optionaler Teil der Mana-Produktion hätte werden können. Alternativ war es vielleicht ein Vorläufer des Konzepts, aus dem später die Zielobjekte wurden. Für das dunkle Volk war auch ein Gegenstück zum Dieb vorgesehen. Hier vermute ich, dass es zu schwer war, der KI den sinnvollen Einsatz von Dieben beizubringen und vielleicht auch die Frage im Raum stand, was das dunkle Volk mit den gestohlenen Rohstoffen machen soll. Letztendlich wurde die Fähigkeit, Eisen und Holz zu stehlen, den Schamanen gegeben. Theoretisch soll das dunkle Volk damit seine Manakopter bauen, aber das macht es auch so. Per Skript lässt sich der Dieb immer noch spawnen, was meine Kampagne Dark Mirror nutzt, um Pilzfarm einen Sichtradius zu geben. Die Einheit besitzt aber weder Texturen noch Animationen und kann zwar selektiert, aber nicht bewegt werden. Einige verlorene Karten kamen auch mit der History Edition wieder ans Tageslicht, wobei das eher unbeabsichtigt passiert sein dürfte. Karten wie Apocalypse oder Charcoal Maker stammen nämlich eigentlich von Community-Mappern wie Spider-Five und Brain, auf dessen Seite letztere Karte auch jetzt noch zum Download erhältlich ist. Hier liegt die Vermutung nahe, dass diese Karten ursprünglich für das Community-Pack eingereicht, aber nicht in die finale Version übernommen wurden. Deshalb fehlt diesen Karten auch das CM-Präfix, das die anderen Community-Pack-Karten kennzeichnet. Bei der History Edition war man aber auch an anderen Stellen schon nicht mehr in der Lage, Test- und Beta-Content vom ursprünglich veröffentlichten Produkt zu unterscheiden, weshalb auch so Karten wie Magie-Test offen rumliegen. In den Textdateien stieß ich auch auf einen weiteren ungenutzten Siedlertypen, den Navigator. Seine Beschreibung lässt vermuten, dass dieser für die Nutzung von Handelsschiffen vorgesehen war. Vermutlich sah man aber am Ende keinen Sinn darin, dafür einen eigenen Siedlerberuf zu schaffen, insbesondere da sie offenbar kein Werkzeug benötigt hätten. Möglicherweise handelt es sich bei ihm um den Siedler, der auf trojanischen Schiffen zu sehen ist. Als ungenutzte Ware kommt der Dolch hinzu, wieder ohne Beschreibung, aber vermutlich war er als Waffe für den Sanitäter vorgesehen, bis man sich entschied, bei Schwertern zu bleiben. Es gab auch Verweise auf vier weitere Bonusmissionen, also entweder war auch für das Trojaner-Add-on eine Bonuskampagne vorgesehen oder die Bonusmission der Missionsziel sollte eine vollwertige Kampagne werden. Ich vermute ersteres, da alle Kampagnen des Trojaner-Add-ons mit Ausnahme der Trojaner-Kampagne selbst auch vier Missionen haben. Nun ist die fragliche Textdatei nicht gut organisiert, es ist also gut möglich, dass sich dort noch mehr verbirgt. Leider gibt es noch ein anderes Thema, was ich bei der Gelegenheit ansprechen möchte. Im August 2020 hat Scouty diesen Screenshot getwittert, in dem er verkündete, die ungenutzten Gebäude würden bald von ihm wieder hinzugefügt. Damit tat er erneut das, wofür ich ihn schon in meinem früheren Video zum Community Patch kritisiert hatte, nämlich völlig unrealistische Erwartungen zu wecken. Alles, was Scouty hier getan hat, ist die Grafik der Holzfällerhütte gegen die des Ausbildungscenters der Römer auszutauschen, mithilfe eines GUI-Editors, der ihm zur Verfügung gestellt wurde. Es gibt einige Probleme, die die Rückkehr dieser Gebäude praktisch unmöglich macht und noch dazu nicht sinnvoll. Für jedes Gebäude im Spiel greifen einige Dinge ineinander, es reicht also nicht, einfach eine neue Schaltfläche zur GUI hinzuzufügen. Allein von den offen rumliegenden Dateien aus kann ich sagen, dass wir mindestens Einträge in den Dateien Building Info, Job Info und Settler Values brauchen. Damit haben wir dem Gebäude in-game übrigens immer noch keine Texturen oder Animationen zugewiesen, selbst wenn diese vorhanden wären. Beim Kartografen gehe ich mal davon aus, dass auch ein eigener Beruf vorgesehen war, für den aber vermutlich alles fehlt. Texturen, Animationen, allgemeines Verhalten. Das Ausbildungscenter braucht vermutlich keinen Siedler, dafür müsste es aber, so wie die Kaserne freie Siedler anfordert, Level 1 und 2 Soldaten anfordern können, um sie auszutauschen. Dann haben wir noch ein Problem. Die Trojaner gehen erstmal leer aus, weil diese Gebäude für sie nie designt wurden. Natürlich könnte man versuchen, jemanden zu finden, der den Artstyle von S4 imitieren und Gebäudetexturen erschaffen kann, die sich gut einfügen. Wenn man den Source Code und alle Original-Assets hätte, sicher alles irgendwie machbar, aber die wird Ubisoft wahrscheinlich nie rausdrücken. Gehen wir aber mal davon aus, dass alles klappt. Herzlichen Glückwunsch, wir haben nun den Beförderungszauber der Mayas komplett sinnlos gemacht. Kriegen die jetzt einen neuen Zauber? Viel Spaß damit! Noch dazu brauchen wir jetzt noch die Möglichkeit, die Verteilung von Goldbarren zwischen Kaserne und Ausbildungscenter einzustellen. Da reicht es auch nicht, einfach einen Reiter mit zwei Slidern hinzuzufügen, wenn die mehr tun sollen als schön aussehen. Beim Kartografenhaus steht die Frage im Raum, was es eigentlich tun soll. Die Umrisse der Karte aufdecken? Oder Gebirge? Je nachdem, wie gut man eine Map kennt, ist das entweder eins der ersten Gebäude, was man baut, oder eins, was überflüssig ist, also auch nichts gewonnen. Und diese Problematik erstreckt sich auch auf die anderen genannten Features. Das Spielfeatures der Schere zum Opfer fallen ist völlig normal.
Manchmal lohnt sich auch eine Restauration, zum Beispiel bei der Mod Cutting Room Floor für Skyrim, wo am Ende einfach die Entwicklungszeit fehlte. Aber oft wurden Features in ihrer ursprünglichen Form nicht einfach nur gestrichen, sondern durch bessere Konzepte ersetzt. Der Dieb des dunklen Volks, dessen Rolle vom Schamanen übernommen wurde, ist dafür ein gutes Beispiel. Experimente sind natürlich gut und können uns helfen, das Spiel unter der Haube besser zu verstehen. Aber so zu tun, als wäre man schon praktisch fertig, wenn man nichts in der Hand hat, ist leider ein zu häufiges Muster beim Community-Patch, bei dem Zustimmung und Anerkennung für fremde oder schlicht nicht vorhandene Leistung eingefahren wird. Scouty weiß das. Genau deswegen hat er damals versucht, mich zum Schweigen zu bringen und würde es wieder tun, wenn er damit davon käme.